darf ja nicht rausgehen. Psst. Oh, Entschuldigung. Los! Hey! Los geht's! Hier lang! Hier drüben! Oh! Hey! Vorwärts! Hier! Sie sind da lang! Verdammt! Los! Laufen! Was ist hier los? Was machen die Soldaten da? Es ist gefährlich, ich weiß, aber ich will ihnen folgen und sehen, was passiert. Ja, hast du gerade gesehen, was da passiert? Die knallen sich gegenseitig ab. Schießerei im Wald. Oh nee, ich glaube nicht, dass das gut ist. Verdammt! Ich werde erschossen, oder? Hallo? Was tun sie da? Ich wollte nur mal kontrollieren. Uppala, Warte mal, wo sind die jetzt hingerannt? Alter, was ist denn jetzt los? Es ruckt. Also über immer so Hänger schon wieder. Schon wieder? Darf ich doch nicht sein. Schon wieder? Spiel, mach mich nicht schwach. Aber die Aufnahme läuft noch. Wo sind denn die jetzt hingegangen? Hä? Jetzt schon wieder kruckelt. Vielleicht komme ich da später noch irgendwie hin. Oder da? Mann, da schaut alles gleich aus im Wald. Okay, ich bin wieder am Weg. Oder soll ich nach oben, wo die herkämen sind vielleicht? Okay, na, da komme ich nicht hoch. Ich geh mal weiter. Was sagt denn das Ziel? Warte mal. Schießerei im Wald. Deutsche Soldaten jagten die Partisanen durch die Wälder. Sie sind schon eine Weile weg, aber ich habe mehrere Schüsse und Schreie im Wald gehört. Ah, okay, Schatz, da komme ich dann nur hin. Okay. Also die nächste links abbiegen. Ah! Nimm sein Waff, da. Da muss ich gar nicht hinschauen. Ein Taschentuch war das Symbol für deinen Glauben. Ey, nimm lieber den Brief, ist wichtiger, glaube ich. Das von dir haben. Nimmt sie das gerade aus Holz durch? Wo wurden sie das jetzt hinter? Über den Mund? So voller Blut, Oh. Bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut.
Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhält. Ah, wow, okay. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Ja, weil die mir den. Martha ist weg. Die sind halt doof. Und ich kann mich damit einfach. Ah! Oh, oh, gedrängt aus der Hans und schütt die mich nur an. Ah! Lapo. Aber ich muss doch zum See. Du hast ein Mädchen erschossen, du Idiot. Scheiße, scheiße, scheiße. Was machen wir jetzt? Sieh mal, was sie um ihren Hals hat. Sie ist eine von ihnen. Es musste getan werden. Sie ist die Tochter von General Erich K., du verdammter Trottel. Sie war die Freundin von diesem armen Kerl. Oh, verdammt, jetzt sind wir wirklich am Arsch. Scheiße, lass uns abhauen. Aber sie lebt noch. Sie liegt im Sterben. Siehst du, wo du sie getroffen hast? Sie ist bestimmt schon tot. Wir müssen jetzt abhauen, sonst sind wir auch bald tot. Oh nee, die lassen uns liegen. Scheiße, ich muss eine Folgenpause machen. Ich dachte mir, ich sterbe. Aber seltsamerweise hatte ich keine Angst. Tatsächlich war ich sogar fast erleichtert. Als ich zurückgekehrt war, befand ich mich wieder inmitten eines Albtraums. Ah nee. Dessen Bedeutung mir zu der Zeit nicht klar war. Martha? Ich gebe dir. Geil. Okay. Das ist ja nur ein harmloser Traum, ne? Martha, ich gebe dir deine Erscheinung. Schicksal ergibt da so keinen Sinn. Dir deine Erscheinung. Martha, ich gebe dir deine Erscheinung. Löst du das jetzt auf? Das heißt, das ist für mich, oder? Also, wenn man. Augen. Ja, sie. Also für mich heißt das, sie löst es jetzt auf und sagt, sie ist die Julia und sie ist die Martha. Hä, hey, Martha, warum knutschst du ja? Das ist mein Freund. Schwestern waren dazu bestimmt zu sterben. Julia, die eine Schwester, und bald darauf Martha, die zweite. Als ich Julia zu mir holen wollte, fand ich eineiige Zwillinge vor, die nicht zu unterscheiden waren. Da sie noch so jung und unschuldig waren, hinterfragten sie meine Existenz. Julia kommt mit mir, forderte ich, aber beide behaupteten, Martha zu sein. Ich erklärte, dass Marthas Schicksal schon bald dasselbe sein wird und ihre Spielchen nutzlos waren. Ich hatte keine Zeit für sowas. Der Krieg hielt mich so auf Trab. Aber sie gaben nicht nach und beharrten stattdessen weiter darauf. Können wir dir gemeinsam folgen? Nein, unmöglich.
Bist du sicher, dass auch Martha bald sterben wird? In Kriegszeiten ist nichts sicher. Was, wenn die Falsche mit dir geht? Dann hättet ihr den Tod ausgetrickst. Eine würde ungerechterweise sterben und die andere würde ihr Schicksal nur hinauszögern. Sie unterhielten sich lange, dann umarmten sie sich und eine von ihnen kam auf mich zu und sah mich mit einem festen, fast bedrohlichen Blick an. Ich vermutete, dass es Martha war, die sich opferte, um ihrer Schwester mehr Zeit zu schenken. Ich hatte den Betrug aufgedeckt, aber schwieg darüber. Niemand lügt dem eigenen Tod ins Gesicht. Nun fragte ich sie, wofür sie sich entschieden haben. Wir haben das Los gezogen, indem wir ein Medaillon geworfen haben, sagten sie leise. Sie hatten sich also auf das Schicksal verlassen. Wie naiv. Sie wussten nicht, dass das Schicksal seine ganz eigenen Regeln hat. Außerdem ist es mein Verbündeter. Meine Arbeit war also getan. Sie musste tatsächlich Julia sein. Aber was ich nicht wusste, das Medaillon hatte auf beiden Seiten denselben Namen eingraviert. Marthas. Meine Befürchtung war also richtig. Sie waren schlau und hatten sowohl das Schicksal als auch mich getäuscht. Eins ist sicher. Ich werde die Dinge wieder gerade rücken. Ich werde meine Ignoranz korrigieren und dem Schicksal dessen Augenbinde zurückgeben. Mist, das tut so weh. Ich kann kaum atmen. Sehr interessant. Ho. Okay, Begräbnis. 4 Tage nach ihrem Tod. Oh, jetzt nimm ja die Medikamente und stell doch mal das blöde Büdel grad hin. Ey, was ist los mit die Leid? Ah, für besondere Anlässe das schwarze Kleidl, ne? Begräbnis. Für heute wahrscheinlich. Ich mache den Schrank immer auf, in der Hoffnung, dass vielleicht irgendwas anderes mal drinnen liegt oder so. Aber ich werde auf jeden Fall dabei bleiben, dass ich Julia ihre Sachen, also ihre eigenen Sachen anziehe. Weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Und eigentlich ganz witzig, jetzt sind 4 Tage vergangen, wo ich mich als Martha ausgebe. Und in die 4 Tage habe ich nicht einmal... Also ich habe meine Eltern schon gesehen, so, ne, immer wenn sie gerade weggegangen gegangen sind, aber sie haben mich nie gesehen. Also sie haben nie gesehen, dass ich die Sachen von der Julia... Nein, meine Tasche ist das nicht hier. Das wollte ich auch gerade sagen. Mein Tagebuch, Lapos Brief. Gefährlich. Jetzt wird's auffliegen, je nachdem, wer das jetzt gefunden hat. Vielleicht liegt es nur im Wald. Tochter. Bitte, Doktor. Erzählen Sie mir gute Neuigkeiten. Es ist ein Wunder, dass sie noch am Leben ist, Erich. Aber sie wird wieder gesund. Okay. Ist da gerade die Tür aufgegangen? Na. Interessant, das
Ah, das ist aber geil. Ich habe an dem Tag das gestreift oder kariert grüne da, das da. Anzug und das ist jetzt nicht mehr drinnen. Die Kugel hat ihr Herz verfehlt und ist über ihre Brust wieder ausgetreten. Es ist unglaublich, dass ihre Lunge, ihr Herz und ihre Wirbelsäule nicht getroffen wurden. Sie hätte gelähmt werden oder sterben können. Boah. Aber zum Glück geht es ihr gut. Ich habe sie gründlich Glück untersucht. Gehabt. Sie hat nicht einmal viel Blut verloren. Sie hatte sehr viel Glück. Und sie auch. Ja, sie hatte Glück, dass Irene im Wald spazieren gegangen war. Denn sonst... Sonst wäre sie definitiv verblutet. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist alles... Das ist zu viel auf einmal. So viel Tod und Leid. Machen Sie sich keine Sorgen, Erich. Sie ist jung und wird sich schnell erholen. Ich werde sowieso den ganzen Tag hier sein. Danke, Doktor, für alles. Bist du dumm? Macht es Ihnen etwas aus, mit mir mitzukommen, um meine Frau vom Friedhof abzuholen? Die Beerdigung fängt bald in der Kapelle an. Natürlich nicht. Nach Ihnen. Bei all den Vorbereitungen für die Beerdigung in der Kapelle will Irene, dass alles perfekt ist. Es ist ihre Art von Bewältigungsstrategie, damit sie nicht über all das nachdenken muss. Sie ist eine Frau, die viel gelitten hat. Ich finde es übrigens voll bescheuert, dass sich der Typ, also der Erich, unser Vater, ne, er ist ja ein deutscher Soldat, ne, der ist so synchronisiert, als wäre er da immer besoffen. Und wahrscheinlich nur, weil er Deutscher ist, wird er so synchronisiert. Dass man einen Unterschied merkt oder so. Oder? Also das ist ja voll, das ist voll bescheuert. ja, der Vogel. Boah, da bin ich gerade... Finde ich ganz interessant, was das für Symbolik oder so jetzt gerade hat. Also das hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Vogel steht ja, naja, für Freiheit, ne? Für Freiheit und so. Und da hat jetzt der Rabe, der ja irgendwie, oder für den Tod irgendwie so steht. Den kleinen Rotkopf da, oder was das für ein Vogel war. Niedergepickt. Ja, der Tod, ne, den haben wir gerade gesehen bei dem Puppenspiel da. Ah ja, das hängt schon irgendwie zusammen. Ich nehme jetzt das sicher, oder? Ja. Ich würde gerne einen Moment mit meiner Schwester verbringen. Nur ich und sie allein. Bevor die Leute zur Beerdigung kommen und sie dann wegbringen. Finde ich geil. Jetzt mache ich den Tag, wo wir auf jeden Fall, wo uns der Vater und die Mutter und alle Leute sehen, muss ich das Schwarze anziehen, das schwarze Kleid, was absolut genau das gleiche ist, was bei der Martha drinnen ist. Das heißt, die Leute können gar nicht den Unterschied merken heute. Cool gemacht. Okay, ich habe die Tasche, das ist natürlich jetzt eine andere Sache. Warte mal, da ist noch ein Pfeil. Sieht so aus, als wäre Mutter die ganze Nacht mit mir gewesen. Oder eben mit Martha. Sie hat sogar ihre Medizin zurückgelassen. Ja, mit Martha. Ohne die überlebt sie kaum. Ah, okay, das ist ihre Medizin. Ich habe mir gedacht, wir müssen die jetzt da gerade nehmen. Okay. Alles super interessant, wirklich. Gut, dann gehen wir raus. Wenn uns die Mutter gefunden hat, ne? Also die musste jetzt auch irgendwas denken, weil... Die Tasche. Weil warum haben wir als Martha Julia ihre Tasche da und haben uns mit dem Lapo getroffen? Da ist meine Tasche. Gott sei Dank. Keine Ahnung, warum ich jetzt so geschreckt habe. Keine Ahnung. Gleich reinschauen, ich mag den Brief fertig lesen vom Lapo. Hoffentlich ist Lapos Brief drin. Yes. Genau. Die Tarotkarten. Tagebuch. Oh, so viel zum Anschauen. Geil. 19. Juli. Ich habe die Kameras vom See eingesammelt. Und das war gestern der Tag, oder?
so sehr, dass ich auf dem Heimweg mit den Filmrollen im Gepäck noch einen schrecklichen Traum hatte. Mhm. Ich kann mich nicht einmal daran erinnern, schlafen gegangen zu sein. Gleich nach dem Aufwachen habe ich den Film entwickelt. Die Fotos konnten bestätigen, dass meine Erinnerung an diese Nacht richtig war. Das war eine ganz schöne Erleichterung. Ich habe beschlossen, zurück zum See zu gehen, um zu versuchen, mit der weißen Frau zu sprechen. Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich bekomme den Gedanken nicht aus dem Kopf. Ich muss wissen, was mit Martha passiert ist. Also muss ich jeden möglichen Weg verfolgen. Auch den des Wahnsinns. Cool gesagt. Leben und Tod. Mhm. Dann die Tarotkarten. Mischen. Das ist ganz cool. Hohe Priesterin. Der Mond. Ah, na, nochmal. Scheiße. Okay. Die Herrscherin. Ich muss über das Äußere hinaussehen. Es gibt jene, die mich verraten und schlecht über mich reden, aber jemand wird mir den richtigen Rat geben können. Nanny. Wahrscheinlich. Und dann gibt's nur den Brief. Liebe Julia, bist du überrascht, dass ich dir schreibe und dich nicht für tot halte? Alle nennen dich jetzt Martha, oder? Ich kenne dich nur zu gut. Ich werde nie verstehen, warum euch sonst niemand auseinanderhalten kann. Nicht einmal deine eigenen Eltern. Martha ist weg und ich kann mich damit einfach nicht abfinden. Ich muss mich versteckt halten und kann leider nicht zu dir kommen. Auch wenn ich nichts lieber machen würde, als dich festzuhalten und gemeinsam zu weinen. Ohne Worte. Ich will dir einfach nur nah sein. Können wir uns heute Abend in der Scheune treffen? In der Scheune? Ich gebe mein Bestes, gegen Mitternacht da zu sein. Lass dich davon nicht beunruhigen. Aber falls etwas passiert, erinnere dich bitte an diese Nummer. 6934. Ich schreib's mal lieber auf. Er wusste, dass er in ernster Gefahr war. Aber was geht er stets anrufen, aber... Ich hatte ihn in der Hand, als die Soldaten weggerannt sind. Mama hat mich gefunden. Mhm. Und wenn sie ihn gelesen hat, sie hasst Lapo. Und jetzt weiß sie bestimmt, wer ich bin. Nein. Nein. Sie hätte mich wahrscheinlich dort zum Sterben zurückgelassen. Oh Gott. Sie hat lieber keine Tochter als die falsche. Okay. Bevor ich ohnmächtig geworden bin, muss ich ihn zurück in meine Tasche gesteckt haben. Es gibt keine andere Erklärung. Ich glaube schon, da gibt es bestimmt irgendeine Erklärung dazu. Okay. Kann ich da anrufen bei der Nummer? Ja, nein, das muss ich halt machen, gell? Warte mal, steht die da oben? 6938? Nee. Sechs, neun, drei, vier. Die Gewalt gegen Zivilisten in La Romula nimmt nicht ab. Und wieder einmal ist die Familie von General K. unter Beschuss geraten. Nach dem grausamen Mord an Julia K. ist nun auch das Leben ihrer Schwester Martha in Gefahr. Der Schuss in ihren Rücken hätte sie töten können. Nur der Gnade Gottes ist es zu verdanken, dass das Mädchen noch lebt. Das antifaschistische politische Motiv scheint derzeit der einzige Grund für diese feige Tat zu sein. Die neuseeländischen Truppen rücken langsam vor. Nach der Schlacht von Poggibonsi am 18. sind sie noch weit von Tavanelle Valdipesa entfernt. Der deutsche Widerstand auf den toskanischen Hügeln hat den Angreifern viel abverlangt. Okay, schau mal. Was gibt... Ah, naja, Film. Schon wenn wieder? Es draußen nicht zu sonnig ist, funktioniert der 200 ISO-Film gut. Den habe ich eigentlich schon aufgehoben, oder?
General Erich K. Neue Regeln zur Ausgangssperre und zum Verhalten von Frauen. Deutsches Kommando von San Vincenzo a Torri. Telefonnummer 1185. Gibt's da irgendwas Neues? Sagt sie was dazu? Nee. Sie sind da. Schmetterlingsnetze. Ah! Die armen Geschöpfe. Ich hatte so viel Spaß mit ihnen. Armen Schmetterlinge, ja. Okay, schau, gibt's da irgendwas Neues? Gibt's da die Pumpe? Die Luftpumpe? Nö. Wo kann denn die sein? Das macht mich wahnsinnig. Okay. Meine Sachen, ja, habe ich. Ich werde aber jetzt da, glaube ich, eine Folgenpause machen, weil wer weiß, was da jetzt passiert, wenn wir die Tür da aufmachen. Ja. Es geht zur Beerdigung. Hey, da oben, schau mal. Da ist auch so ein Helm. Ja, es geht zur Beerdigung. Bin gespannt, was passiert. Und ja. Bis dahin. Ciao.